vermute ich mal. Was es wirklich sein wird, ist, es wird ein schöner Trichter werden, denke ich mal. Oh Mann, der nicht so ohne weiteres reinkommt. Deswegen, dieser Trichterform eignet sich eigentlich schon wieder fast das andere. Ich bin hin und her gerissen. Weil optisch eleganter sieht definitiv das andere Feld aus. Also das, was ich bauen will. Das Doofe ist halt bloß, das andere bietet sich von der Geländebeschaffenheit vermutlich fast etwas besser. Wow. Hier ist auch Eisen. Schauen wir vermutlich etwas besser an. Weil es dann halt weitläufiger wirkt. Und nicht nur so 30, 40 Blöcke pro Richtung. Weil das eigentlich auch schon verdammt weitläufig ist. Davon abgesehen wollte ich ja doch etwas realistisch bleiben, was das Anpflanzen von demselben anderen betrifft. Das soll ja auch nicht so ewig dauern. Ich bin sowieso am Überlegen, wie ich das mache. So, ich glaube, so eine 6er-Einteilung pro Seite wäre cool. Oder eine insgesamt 6er-Einteilung. Dann ist halt die Frage, wie lang wir es machen. Also auf Mod habe ich 3 24er nebeneinander. Also 3x eins mit 24er Breite und dann dazwischen eine Abtrennung, eine räumliche. Warum auch immer ich die gemacht habe, die braucht es nämlich nicht. Und dass das funktioniert, habe ich ja oben bei der Burg schon festgestellt, mit dieser Art von Bewässerung. Weil ich mir gar keine Sorgen mehr machen tatsächlich. Aber alles wird darauf hindeuten, dass es irgendwie so auf dieser Ebene sich dann abspielen wird. Und das ist immerhin 62. Um sind es 63,5. Wenn ich dann noch hier 2, 3 Ebenen tiefer gehe. Ja, ja doch, wird schon gut weitläufig werden, denke ich mal. Das wird, es wird jetzt schon zu riesig, wenn ich das so durchziehe. Ha. Gut. Vergessen wir, was ich jetzt zum Thema realistisch gesagt habe. Na gut, aber das kriegen wir auch hin. Bauen wir aber hier erstmal das ganze Zeug ab. Und dann warten wir. Dann bereiten wir quasi jetzt mal alles vor. Das wird jetzt hier sehr, sehr vorbereitend sein. Auf die 1.7 Beta. Weil da kommt dann etwas Wesentliches hinzu, was ja Minecraft quasi bis heute ein Stück weit ausmacht. Was in Minecraft allgemein sehr viel ermöglicht, nämlich die Pistons. Das bauen wir erstmal wieder diesen Erdklotz hier ab, weil das kann sich der ja nicht anbieten hier. Sieht einfach nur unschön aus. Weil diese kleinen, teilweise schwarzen Flimmerflecken, ich weiß nicht, wie die entstehen, aber die sehen doch etwas unschön auch aus. Ja? So, Alter, allein den Rand dann hiervon zu machen, die Fassade, gute Güte, das wird auch dauern. Vor allem, weil ich da eigentlich tatsächlich
nicht trichterförmig bauen will, sondern halt schön so eine Fassade halt. Eine künstlerische Fassade, wo man sich einfach nur denkt, dass die gut aussieht. Das ist quasi so das Ziel. Und ich finde auch die Lokation hier, also jetzt habe ich halt leider hier den Kompass nicht dabei. Das Ganze wird auch auf jeden Fall so sein. So, haben wir das gleich mal. Genau. So. Und hier ist die Mitte. Das lege ich jetzt einfach mal genauso fest. Hier kommt ein Mittelweg hin, so ein richtig schöner Weg. Genauso wie wir ihn kennen. Sag mal, wenn ich jetzt hier das hier wieder wegmache, ja, dann kommen auch die Steine wieder zum Vorschein. Es ist interessant, ja. Und erreichbar muss das Ganze dann irgendwie über so eine kleine Hütte sein, die wir am Rande aufstellen. So. Das ist jetzt erstmal eine der wichtigen Sachen, dass ich definiere, wo die Mitte ist. In dem Fall definiert ganz stupide durch unseren Spawnpunkt, weil ich ehrlich gesagt nicht auf den Feldern spawnen will, sondern auf dem Weg in der Mitte dadurch. Das erscheint mir irgendwie logischer. So. Gut. Vielleicht kann ich hier sogar noch ein bisschen weiter hochgehen mit den Hügeln. Das wird sich dann später zeigen. Vermutlich aber nicht. Warum ich vermute, dass das nicht passieren wird, ist einfach die Tatsache, dass ich jetzt schon wieder 4 Blöcke unter dem Niveau bin, auf dem ich mich eigentlich endgültig da befinden werde. Wieso habe ich diesen Erdplatz hier eigentlich? Ja klar, um was zu testen, ne? Hat sich jetzt aber eh irgendwie erledigt. Daraus ist die Vision, dort irgendwie so ein Bahnhofsverteilerplatz zu machen, irgendwie auch gescheitert. Aber ja gut. Das ist ja auch jetzt egal, ne? Das ist quasi meine Mitte der Welt. Und da darf auch ruhig mal ein Feld stehen. Darum bin ich. Da kommen wir dann mal wieder auch aufs Wesentliche zurück, nämlich dass Ernährung die Mitte unseres Lebens darstellt. Zumindest rein biologisch, weil ohne Nahrung ist Ende. So dezent. Könnte mal so eine tolle Challenge am Ende machen. Wie lange überlebst du ohne zu essen? Und dann je nachdem, wie viel man bis dato auf den Rippen hat, überlebt man dann länger oder nicht, ne? Dann kommt auch das Niveau ganz sicher auf YouTube zurück. Weil das ist niveauvoller, also das ist wirklich niveauvoller. Okay, ich glaube, ich lasse dieses Spiel mal lieber. Nicht, dass das wirklich noch jemand macht. Das wäre schon blöd, sage ich mal, ne? So. Dabdidup. Total abzusehen, dass ich das wieder abreiße. Diesen Erdwürfel. Wer das jetzt schon vorher gewusst hat,
dass das so passieren wird, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ne, warte. Der hat das hoffentlich schon in die Kommentare geschrieben, als das Video, in dem ich diesen Würfel gebaut habe, veröffentlicht wurde. Genau. Kommt hier schon mal ein bisschen Sand rein. Jetzt bin ich gespannt, ob ich hier hochkomme. Ja. Das geht zumindest. Ich würde sagen, die Sprungweiten sind definitiv realistischer als diese Abbauweiten und das Lied passt nicht. Deswegen schalten wir jetzt direkt weiter. Das passt schon besser. So. Oh Gott, das hat geknackt. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Konntest du doch irgendwie etwas weh? Vielleicht habe ich einfach eine kleine Verspannung im Nacken. Da unten liegt ein Ei. Auch interessant. Hüp! So. Okay, habe ich anscheinend mir schon irgendwie angefangen abzutragen. Interessant. So. So, es ist doch alles sehr schön, oder? Hep. Das heißt, braucht keiner. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Licht machen. Und ja. Einmal schön durchdehnen. Und jetzt hier wieder in der Sandkiste spielen. Sandkasten ist doch jedes Mal wieder ein Erlebnis. Ja, vor allem. Jedes Mal. Ich glaube, ich bin ja das zweite Mal oder so. So. Dupp-di-dupp-di-dupp-di. Okay. Also ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann hier, wie ich das dann letztendlich tatsächlich angehe. Aktuell habe ich sehr viele Ideen.